kann ein Anwalt dir dabei helfen, deinen Führerschein doch nicht abzugeben, wenn du erst neulich im Straßenverkehr aufgefallen bist mit Alkohol oder Betäubungsmitteln? Genau diese Frage möchte ich heute einmal genau beantworten, weil es ist bei den Menschen so verankert, wenn du irgendwie Scheiße baust im Straßenverkehr, irgendwas mit Paragraphen jetzt auf dich zukommt, wissen die meisten Menschen gar nicht mehr, was abgeht. Ist ja vollkommen okay. Und viele rufen dann auch einen Anwalt an. Und hier muss man ganz genau aufpassen, was man jetzt als nächstes genau in die Wege leitet. Weil viele, viele Anwälte sind so programmiert, dass sie dir versuchen, Dinge zu erzählen, die nie passiert sind. Beispielsweise, ja, sie sind jetzt zwar aufgefallen im Straßenverkehr, aber ich hatte in der Vergangenheit auch schon Mandanten, da haben wir das auch so gedreht, dass dann der Führerschein doch behalten werden durfte. Da müsste man dann einmal vor Gericht gehen und dann passt das schon. So, und das sagen die aber nur, damit die dein Vertrauen gewinnen, damit du letztlich bei denen Mandant wirst und die ihr Geld dadurch verdienen. Anwälte haben auch eine sogenannte Rechtsanwaltsvergütungsverordnung. Das bedeutet, dass die Rechtsanwälte, wenn die ein Verfahren in die Wege geleitet haben, per Gesetz dazu auch verpflichtet sind, Gelder einzutreiben, also Honorare zu bekommen. Das heißt, ein Anwalt verdient mehr Geld, wenn er mit dir vor Gericht geht. Dabei ist es scheißegal, ob du jetzt gewinnst oder ob du verlierst. Der Anwalt ist da auf Geld programmiert. Es gibt natürlich auch Anwälte, eine andere Seite der Anwälte, die sind so kulant und korrekt, die sagen dir genau, was Sache ist. Die sagen dir, dass eine MPU auf dich zukommt, du jetzt nichts dagegen mehr machen kannst, bereite dich vor, bla bla bla. Das sind aber nicht viele, das sind nur einige Anwälte. Und da musst du wirklich drauf aufpassen. Weil schau mal, ganz logisch betrachtet, die Polizei hat dich angehalten. Die Polizisten sind Beamte. Das sind zeitgleich Zeugen. Die haben dir Blut abgenommen. Ist auch ein Beweis. Und gegen so eine Konfiguration, Polizisten plus Blutabnahme, da kann ein Anwalt dir gar nicht mehr bei helfen, dass du doch den Führerschein behalten musst und keine MPU machen musst. Das funktioniert einfach nicht. Es gab mal in den letzten 10, 15 Jahren mal ein Gerichtsverfahren, da ist jemand mit etwas über 1,60 Promille aufgefallen. Ein Anwalt ging dann auch vor Gericht, hat das Ganze dann so gedreht, dass die Zeit noch mal ein bisschen verschoben worden ist zwischen letzten Alkoholgenuss und der eigentliche Polizeikontrolle. Und dann hat der Richter mit dem Anwalt das so zurückgerechnet, dass er irgendwo bei 1,5 irgendwas Promille lag. Und das war so einer der wenigen Fällen, die mir komplett auch selber bekannt sind, wo Menschen doch keine MPU machen mussten. Aber das liegt schon weit in der Vergangenheit zurück. Irgendwann 2010 bis 2012, irgendwann dazwischen war das gewesen. Daran solltest du dich aktuell auch gar nicht orientieren, weil diese Fälle sind extrem selten. Das heißt, wenn du einen Anwalt kontaktierst, dann solltest du, wenn überhaupt, über den Anwalt nur Dokumente anfordern oder über den Anwalt einen Einspruch einlegen. Ein Einspruch macht dann Sinn, weil sich dieses Verfahren dann streckt in die Länge. Beispielsweise, du bist aufgefallen und irgendwann 5, 6, 7, 8 Monate kommt das Schreiben, dass der Führerschein eingezogen wird. Wenn du nie irgendwie einen Einspruch oder so einlegst. Wenn du aber jetzt angehalten wirst und legst immer wieder einen Einspruch ein mit einem Anwalt, dann kann es sein, dass erst nach einem Jahr oder anderthalb Jahren das Schreiben kommt mit dem Führerscheinentzug, weil durch den Anwalt die Einsprüche, die Verfahrenslänge einfach, die zieht sich einfach und deswegen dauert das länger. Das kann ein Anwalt wirklich bewirken, aber kontaktiere bitte keinen Anwalt, weil du denkst, dass der Anwalt dir helfen kann, dass du doch deinen Führerschein behältst und keine MPU machen musst. Das funktioniert nicht. Mit dieser Vorgehensweise wirst du den Schaden, den finanziellen Schaden, der eh schon da ist, noch größer machen, weil du Tausende von Euros zusätzlich verbrennen wirst, gerade vor Gericht. Ich habe das bei vielen Teilnehmern schon durch, die mir ihre Stories erzählt haben, was sie mit einem Anwalt versucht hatten. Da waren Leute, die haben 3.000 Euro, 4.000 Euro zusätzlich ausgegeben und haben letztlich doch die MPU machen müssen und hatten den Führerschein eingezogen bekommen. Und da muss man wirklich in Relation sich das abwägen, macht das jetzt Sinn, so viel Geld auszugeben, um eventuell den Führerschein mehrere Monate länger zu behalten? Oder macht es einfach schon Sinn, kurz nach der Auffälligkeit direkt mit einer Vorbereitung anzufangen, direkt mit einer Abstinenz anzufangen und dann, wenn die MPU kommt, direkt die MPU zu machen und dann so effektiv den Führerschein auch nur 1, 2 oder vielleicht 3 Monate gar nicht zu haben? Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall der intelligentere Weg. Wie ist deine Meinung dazu? Was denkst du darüber? Hattest du auch schon Anwaltserfahrungen gemacht im MPU-Bereich oder generell im Bereich? Wie weit bist du damit gekommen? Schreib einfach mal deine Erfahrungen hier in die Kommentare. Lass auch mal ein Abonnent da, damit du immer wieder die neuesten Videos siehst bezüglich Führerschein, Anwälte, medizinisches Cannabis und alle Sachen, die da noch mit drin sind in diesem Universum der Führerscheingeschichten. Und wenn du selber das Führerscheinproblem hast oder du auch erst neulich aufgefallen bist, kannst du auch mit mir persönlich mal sprechen. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach auf www.sedura-mpu.de zu gehen. Den Link findest du hier in dieser Videobeschreibung. Danach kannst du dich eintragen zum komplett kostenlosen Beratungsgespräch und dann machen wir beide eine Videokonferenz und dann werde ich all deine Fragen konkret beantworten, sodass du genau weißt, wie es die Zukunft für dich aussehen wird. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute, dein Dustin Senebald. Auch die Community so im Endeffekt, man konnte immer irgendwen ansprechen, total
habe mich wirklich aufgehoben gefühlt. Ja, mhm. Ihr wart immer erreichbar, egal über WhatsApp oder Facebook.